Herzlich willkommen, Podcast-Freunde, zu einer neuen Episode des Deloitte Future Talk, dem Podcast rund um Zukunftsthemen. Mein Name ist Michael Kramp und ich führe euch durch diese sehr spannende Episode mit einem tollen Gast. Ich begrüße nämlich gleich Christine Schäfer vom renommierten Gottlieb Duttweiler Forschungsinstitut, das sich unter anderem mit der Zukunft unserer Ernährung beschäftigt. Und Essen ist ja mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es beeinflusst unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden, aber auch unsere Umwelt, meist leider in negativer Weise. Wie kann unser aktuelles Ernährungssystem, das maßgeblich zu globalen Herausforderungen wie der Erderwärmung und Biodiversitätsverlust beiträgt, nun transformiert werden? Darum geht es in diesem Gespräch. Wir erfahren von Christine, was die wahren Gründe sind, warum nachhaltiger Konsum noch nicht die Norm ist. Sie zeigt auf, wie Konsumenten, Industrie und Politik zusammenarbeiten können, um Barrieren zu überwinden und nachhaltige und gesunde Lebensmitteloptionen zu fördern. Wir erfahren mehr über spannende Themen wie aktivistischen Konsum, welche Rolle Novel Foods in Zukunft spielen können, wie die Creator Economy positiv das Ernährungssystem beeinflusst, wie der Stand beim Indoor und Vertical Farming ist und wie groß die Macht der Konsumenten bei diesem Thema denn wirklich ist. Es wird euch wieder sehr viel Inhalt in kürzester Zeit geboten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Deloitte Future Talk. Innovation. Transformation. Leadership. Disruption. Growth. Let's talk about the future. Ein herzliches Willkommen aus Zürich. Meine Leitung geht heute nach Rüschlikon am schönen Zürichsee, genauer gesagt an das GDI, das Gottlieb Duttweiler Institut, ein renommiertes Forschungsinstitut, übrigens der älteste Think Tank in der Schweiz, der aber auch international agiert und auch in Deutschland sehr bekannt ist. Und vom GDI begrüße ich eine gute Bekannte des Future Talks, die Forscherin Christine Schäfer. Liebe Christine, herzlich willkommen. Hallo Michael, vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Genau, du bist ja ein Stammgast so alle ein, zwei Jahre, auch wenn du eine neue Studie herausbekommst, so auch in diesem Jahr. Wir sprechen über die Ergebnisse einer sehr spannenden Studie, die ihr beim GDI durchgeführt habt. Und es geht wieder um das Thema Food und auch um nachhaltige Ernährung. Was hat dich denn inspiriert, eine weitere Studie über den Bereich Food oder auch über nachhaltige Ernährung und auch das Potenzial, wie ihr es beschreibt, zur Veränderung des globalen Ernährungssystems durchzuführen? Nun, wir sind ja das Gottlieb-Duttweiler-Institut und Gottlieb Duttweiler war auch der Gründer der Migros, also einer der größten Supermarktketten der Schweiz. Deswegen ist auch das Thema Food und Ernährung ist uns halt sehr nah am GDI. Und wir publizieren den European Food Trends Report alle zwei Jahre. Und naja, leider sind wir jetzt auch 2023 noch nicht an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht mehr über Nachhaltigkeit und eben diese notwendige Transformation des Ernährungssystems sprechen müssen. In diesem Jahr wollten wir aber den Spieß umkehren, also diesen Fokus ändern und jetzt auf die positiven Veränderungen schauen, auf die Chancen, welche bereits im gesamten Wertschöpfungsnetzwerk entstehen, auf die wir eben unsere Energie konzentrieren können, damit wir vielleicht dann irgendwann nicht mehr über Nachhaltigkeit, Klimawandel, Hunger und Biodiversität diskutieren müssen. Genau, und die Chancen sind auch ein großer Teil von unserem Gespräch. Aber bevor wir auf die einzelnen Chancen eingehen, vielleicht noch kurz zur Einleitung ein bisschen. Also ihr zeigt ja auf, dass Essen nicht nur Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Wohlbefinden und auf soziale Leben hat, meist eher positiv, sondern auch auf die Umwelt und da eher negativ. Und kannst du vielleicht mal so ein paar Punkte aufzeigen, wie unser Ernährungssystem denn negativ auf die Umwelt wirkt? Was sind so die Problemfelder, bevor wir dann später auf die Details und die Lösungsoptionen kommen? Ja, da gibt es ganz, ganz viele Zahlen dazu. Also unser Ernährungssystem ist für je nach Quelle 25 bis sogar 40% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also auch ein beschleunigender Faktor im Klimawandel. Es beanspruchte etwa 50% unserer bewohnbaren Landfläche. 70% des gewonnenen Süßwassers fließen in die Landwirtschaft. Und ich habe noch einen nicht so lustigen Fun Fact mitgebracht. Wenn wir jetzt alle Säugetiere nehmen, die Menschen mal ausgenommen, und die auf eine riesige Waage stellen würden, dann machen Wildtiere gerade einmal 4% des Gewichts aus. Also 96% entfallen auf unsere Nutztiere.
Ich finde das ganz schön viel und es ist auch ein guter Indikator dafür, dass hier eben irgendwas auch ganz schön schief läuft. Und die Tierhaltung ist ja, wie du schon gesagt hast, ein großes Problem, auch im Teil der Ernährung, weil es eben einen großen CO2-Fußabdruck hat und ist natürlich hier dann auch ein großer Hebel, wo man natürlich einsetzen kann. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Ihr habt eine Konsumentenbefragung gemacht in der Schweizer Bevölkerung. Teile der Ergebnisse, behaupte ich mal, würden ähnlich in Deutschland ausfallen, wenn man sie durchführen würde. Jetzt erstmal so als lockere Einstiegsfrage, da habt ihr ja auch das ein bisschen untersucht. Welche Rolle spielt denn das Essen im Leben der Schweizer Bevölkerung? Weil das ist ja schon eine wichtige Basis, wie ich dann später vielleicht irgendwelche Maßnahmen ergreife oder versuche, den Konsumenten ein bisschen in eine andere Richtung zu treiben. Ja, auf jeden Fall. Also die Ernährung ist für Herr und Frau Schweizer wirklich zentral. Wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht und 84% der ProbandInnen gaben an, dass ihnen ihre Ernährung und das Essen wichtig sind. Und Ernährung ist damit auch wichtiger als ein gesunder Lifestyle oder Bewegung und Sport. Diese Teile des Lebens wurden mit 79% bzw. 66% zwar immer noch als wichtig eingestuft. Ernährung hat in der Hierarchie aber definitiv die Nase vorne. Und es ergibt ja eigentlich auch Sinn, denn Essen ist halt nun mal überlebenswichtig. Es macht satt und glücklich im Idealfall. Ohne geht es halt einfach nicht. Und unser ganzes Leben dreht sich auch um die Ernährung. Und es ist ja auch ein Thema, bei dem jede und jeder mitreden kann, weil wir halt eben alle essen müssen. Genau, auch da kommt die soziale Komponente herein. Wir haben ja ähnliche Umfragen früher auch schon mal gemacht und ich war auch erstaunt, wie gering der Prozentsatz ist von Leuten, die sagen, okay, ich Essen ist für mich eben reine Nahrungsaufnahme, damit ich überlebe, sondern die anderen Faktoren sind entsprechend wichtig. Ein anderer Punkt, den ihr ja auch untersucht habt, das Wissen über Ernährung. Wie viel wissen denn Konsumenten über nachhaltige Ernährung und auch die Umweltaspekte bei ihren Essensentscheidungen? Es gibt ja andere Analysen, die zeigen, dass Konsumentinnen und Konsumenten oft ein bisschen auf das Falsche schauen, wenn es um den Umweltschutz geht beim Essen. Ja, wir haben vor der Umfrage im Team auch noch darüber diskutiert und es gab wie zwei Lager. Die einen, die sagen, na, die wissen das wirklich nicht. Und es gab dann die anderen, die gesagt haben so, na, aber das ist ja alles bekannt, die Informationen sind ja alle da. Die Umfrage hat jetzt gezeigt, Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten wissen leider erschreckend wenig. Und das, obwohl wir hier ja auch ein echt hohes Bildungsniveau haben. Also diese Food Literacy, also die Fähigkeit und das Wissen, wie man den Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll gestaltet, ist in der Schweiz sehr tief, vor allem eben, wenn es um nachhaltiges Essen geht. Wir haben in unserer Konsumentenbefragung ein kleines Quiz eingebaut, um dort eben das Wissen zur nachhaltigen Ernährung abzufragen. Und gerade einmal 17% der Befragten erhielten dabei eine gute Note. Was sind so klassische Wissenslücken? So ein, zwei Beispiele. Es ist das Problem, dass man den Einfluss seiner Entscheidungen tendenziell falsch einschätzt. Also, dass man das Gefühl hat, nur weil jetzt etwas beispielsweise von weit weg kommt, dass etwas importiert wird, dass das dann viel den höheren Fußabdruck hat, als wenn etwas von hier kommt. Also, es war das Beispiel, ein Vergleich von importierten Fairtrade-Mangos aus Südamerika oder das Bio-Rindfleisch aus der Region. Und viele dachten, also die Mehrheit dachte, dass dann die importierte Mango aus Übersee den höheren Fußabdruck hat als das Rindfleisch aus der Schweiz. Obwohl es eigentlich viel wichtiger ist, was man isst, als wo das herkommt. Da der Transport nur einen sehr kleinen Teil des gesamten Fußabdrucks ausmacht. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Das heißt, die Produktion beim Kaffee ist jetzt auch ein klassisches Beispiel. Das heißt, der CO2-Abdruck bei der Produktion ist wesentlich höher wie jetzt der relativ kleine Transport- oder Verpackungsteil. Und dadurch entstehen diese Mythen dann ein bisschen. Und dann, ich glaube, klassisches Beispiel sind auch die Tomaten, die importierten Tomaten oder die Tomaten im Frühjahr aus der Schweiz, die dann zum Beispiel in beheizten Gewächshäusern wachsen und da natürlich auch einen höheren CO2-Fußabdruck haben, aber jeder glaubt, okay, die lokalen Tomaten sind per se immer die bessere Option. In diese Richtung gehen diese Mythen, richtig? Ja, genau. Also, dass man eben zwar, also ich glaube, die große Mehrheit ist sich bewusst,
dass die Ernährung und was man eben im Supermarkt wählt, dass das einen Einfluss hat auf Umwelt und Klima. Aber sie schätzen die Auswirkungen dieser Entscheidungen falsch ein. Ich glaube, hier besteht noch viel Nachholbedarf. Was müsste man tun, um die Wissenslücken zu schließen? Ich meine, Aufklärungskampagnen gibt es eigentlich genug, oder? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Oder in den Schulen ansetzen? Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein guter Weg wäre, die Kinder schon von klein auf dafür zu sensibilisieren, dass sie eben auch mit dieser Nachhaltigkeit-Überlegung schon aufwachsen, wenn es darum geht, wie sie Ernährungsentscheidungen treffen. Aber ich glaube auch, dass die nachfolgenden Generationen, dass die schon viel besser auch darauf sensibilisiert sind für Nachhaltigkeitsthemen, weil das halt in der Schule diskutiert wird, weil sie über die sozialen Medien auch mit diesen Themen konfrontiert werden, weil man auch viel direkter sieht, was denn jetzt auch die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens sind. Also da ist man über diesen kleinen Bildschirm viel näher dran an dem, was jetzt in Australien passiert, wenn da Buschfeuer wüten oder Überschwemmungen in einer extrem wichtigen, in einer Kornkammer Afrikas beispielsweise, was das dann wieder für Auswirkungen haben kann auf das ganze globale Ernährungssystem. Welche Rollen spielen denn so Geschmack und auch der Preis beispielsweise bei den Konsumenten im Rahmen der Ernährung? Man liest ja häufig, dass der Preis nach wie vor entscheidend ist, gerade bei, ich sage mal, vielleicht alternativen Lebensmitteln, vegetarischer Ernährung etc. Ist das nach wie vor der Fall? Ja, also der Preis spielt sicher nach wie vor eine wichtige Rolle. Und dieses fehlende Wissen, das wir eben in diesem Quiz herausgefunden haben, das spiegelt sich dann auch darin wider, was den Schweizerinnen und Schweizer bei ihrer Ernährung wichtig ist. Also es geht zuerst um den Geschmack, dann um die Gesundheit und dann um den Preis. Umweltthemen interessieren eigentlich kaum. Also wir haben abgefragt, welche Aspekte denn bei der Ernährung besonders wichtig sind. Und Geschmack belegt mit 58% den Spitzenrang, dicht gefolgt von Nährstoffgehalt und Preis mit je 52%. Es waren Mehrfachnennungen möglich, deswegen summiert sich das nicht auf 100% auf. Also schlussendlich soll Essen lecker sein, satt machen und bezahlbar sein. Umweltauswirkungen, Lebensmittelsicherheit und Convenience stehen ganz am Ende der Liste. Gut, jetzt kommen wir doch mal zu den Chancen, die ihr ausgearbeitet habt im Ernährungssystem. Und in eurem Food Trend Report erklärt ihr das sehr ausführlich und leitet daraus Handlungsoptionen ab. Und ihr unterteilt hier nach drei Bereichen, Frontend, Backend und Politik, Ökonomie. Lass uns doch mal durch diese drei Bereiche gehen. Fangen wir mit dem Frontend an. Das beschreibt eigentlich die Handlungsmöglichkeiten so für Konsumenten, Handel und Gastronomie. Da geht es um neue Absatzkanäle, Bedürfnisse oder Veränderungen im Konsumverhalten. Was sind denn so wichtige Handlungsmöglichkeiten, die ihr in diesem Bereich seht? Ja, also im Frontend des Ernährungssystems, da geben die Konsumenten den Takt an. Also ihr Bewusstsein für den Einfluss der Ernährung auf das Klima und die eigene Gesundheit wächst. Auch wenn sie vielleicht das noch nicht ganz durchschaut haben, was jetzt eigentlich wirklich der wichtigere Faktor ist, aber das Bewusstsein, dass es einen Einfluss gibt, der wächst. Was dann wiederum auch die Nachfrage nach nachhaltig produzierten, gesunden Lebensmitteln steigen lässt. Und so können die Konsumentinnen das Angebot auch in Handel und Gastronomie beeinflussen. Dort wiederum bieten E- und M-Commerce, also der Online- und der Mobilhandel, neue Vertriebskanäle. Und dank der Creator Economy, was auch Influencer Economy genannt wird, tritt zudem neue Konkurrenz in den Markt ein und sorgt für mehr Dynamik. Was sind Creator Economy? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen im Detail drüber springen. Also geht es da wirklich um Foodblogger oder um was geht es da genau? Also sind es Leute, die bewusst eine nachhaltigere Ernährung zelebrieren, promoten und dadurch den Konsumenten beeinflussen? Genau, es geht in die Richtung. Also das können Online-Köche sein, Food-Influencer, die über diese neuen Möglichkeiten auch der sozialen Medien mit relativ wenig Aufwand auch ihre eigenen Marken aufbauen können und so eine extrem große Reichweite haben. Das kann in die Richtung des nachhaltigeren oder auch gesunden Konsums gehen, muss aber nicht. Das kann auch einfach eine Burgerkette eines YouTube-Stars sein, die dann den ganzen Verkehr in einer Stadt zusammenfallen lässt, weil eine neue Filiale aufgegangen ist. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Beispiel für super nachhaltigen und gesunden Konsum, aber es zeigt
den Einfluss, den diese Influencer haben können auf den Markt und auch wie wichtig diese Produkte sein können für einen Supermarkt, dass sie diesen dann auch in ihrem Sortiment gelistet haben, weil eben so eine große Nachfrage dafür besteht. Ihr seht auch den aktivistischen Konsum als Chance. Erklärst du mal kurz, was man darunter versteht? Ja, der aktivistische oder auch purpose-driven Konsum, darunter versteht man die Entscheidung von Konsumentinnen für Produkte und Dienstleistungen auf Basis eben eines Purpose, also ihrer Werte und Überzeugungen. Dieser purpose-orientierte Konsum kurbelt demnach dann auch die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen an, die eben mit den Werten der Konsumentinnen übereinstimmen. Und im Idealfall ermutigt das Unternehmen dazu, nachhaltigere und ethischere Praktiken entlang der gesamten Lieferkette einzuführen, also von der Rohstoffbeschaffung bis zur Verarbeitung, Verpackung und Transport. Im Idealfall werden dann Investitionen und Innovationen auch in diesen Bereichen gefördert und verbreiteter. Also wir drehen uns immer um Angebot, Nachfrage im letzten Endes, wirklich die Nachfrage zu erhöhen, dadurch dann letzten Endes dann auch die Produktion günstiger zu machen, wird dann Einfluss auf die Preise zu haben, dadurch ein größeres Publikum zu gewinnen. Das geht ja sehr viel in diese Richtung letzten Endes, um konkurrenzfähiger zu werden. Genau, es ist ja auch immer ein Wechselspiel. Also eine neue Nachfrage generiert wieder ein neues Angebot, aber ein neues Angebot kann natürlich auch eine neue Nachfrage generieren. Häufig weiß man ja dann auch gar nicht so genau, wo kommt denn das jetzt eigentlich genau her? War das eher ein Market Push oder war das ein Consumer Pull? Ernährung als Medizin, auch so ein weiterer spannender Bereich bei euch. Erklär uns doch das mal, Ernährung als Medizin. Wir haben es Anfang schon gesehen, dass die Gesundheit extrem wichtig ist für die Konsumentin. Das hat auch die Befragung bestätigt. Also Konsumentinnen werden gesundheitsbewusster, suchen nach Lebensmitteln, die nicht nur gut schmecken, sondern eben auch eine Reihe von Gesundheitsvorteilen bieten. Und auch für diese Food as Medicine Bewegung ist Ernährung ein integraler Bestandteil des Wohlbefindens. Und ein gesunder Lifestyle ist schlussendlich auch die Basis für Krankheitsprävention und ein langes Leben. In der Gesundheitsvorsorge werden daher heute Ernährungspläne zur Vorbeugung, Kontrolle oder sogar auch zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Und so gewinnen funktionelle Lebensmittel und auch die personalisierte Ernährung weiter an Bedeutung. Also es ist viel mehr als Superfoods, was wir mal in den vergangenen Berichten schon mal thematisiert haben, geht wirklich darüber hinaus. Ne? Also auch Prävention und letzten Endes individuelle Ernährungsmöglichkeiten. Genau, es wird hier auch extrem viel geforscht, auch im Bereich des Mikrobioms, also der Gesamtheit aller Bakterien, die in und auf uns leben. Darüber haben wir uns auch in der letzten Podcast-Folge intensiv unterhalten, dass man dann wirklich diese personalisierten Ernährungspläne auch auf Grundlage einer wissenschaftlichen Basis erstellen kann. Nicht nur einfach esst mehr Blaubeeren, sondern wirklich individuell für mich, für meinen Körper, für meine Bedürfnisse zusammengestellt. Kommen wir zum Backend-Bereich. Da geht es so in die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Logistik, Distribution, also Herstellung und Verteilung letzten Endes. Auch da Innovationen und Veränderungen, die möglich sind. Was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse oder vielversprechende Innovationen, die ihr seht? Also eben ein riesiges Thema ist Verpackung, Verpackungsmüll. Die Weltbevölkerung produziert jedes Jahr etwa 400 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle. Mehr als ein Drittel davon wird für Verpackungen verwendet, darunter eben auch Einwegplastikprodukte für Lebensmittel und Getränkeverpackungen. Hier wäre beispielsweise ein Lösungsansatz biologisch abbaubare Verpackungen auf Algenbasis, welche dann einfach zu Hause kompostiert werden können. Außerdem kann das Material auch verhindern, dass Lebensmittel schnell verderben, denn diese Algenpackung kann überschüssige Flüssigkeit absorbieren, was dazu führt, dass die frischen Produkte so nur langsam austrocknen und ihre Haltbarkeit sich deutlich verlängert. Und ja, damit lassen sich dann schlussendlich gleich zwei Fliegen, also die Plastikverschmutzung und Lebensmittelabfälle, mit einer Klappe schlagen. Genau, also hast du ein anderes wichtigen Mythos hier angesprochen, die Plastikverpackung bei der Gurke zum Beispiel. Also es geht darum, eine andere Art der Verpackung zu haben und nicht ohne Verpackung, denn was ich gelesen habe, eine Gurke hält 5-mal länger, wenn sie verpackt ist, und dadurch reduzierst du natürlich Food Waste.
Und das sind dann genau die zwei Faktoren, die man dann letzten Endes erzielen kann, eben mit einer anderen Verpackung, die noch besser ist, umweltverträglicher und gleichzeitig auch noch andere Nachteile auszugleichen. Genau. Und eben die Gurke in Plastik, die hat einen extrem schlechten Ruf. Und ich ärgere mich auch immer darüber, wenn ich eine Gurke in Plastik kaufe. Aber eben, wie du sagst, das Plastik hat ja auch eben den Sinn und Zweck, dass dadurch weniger Gurken während des Transports verderben und wir dann wiederum weniger Food Waste haben. Aber wenn wir jetzt natürlich auch dieses herkömmliche Plastik durch biologisch abbaubares Plastik ersetzen, dann haben wir dann eben beide Vorteile. Also wir haben weniger Plastikverschmutzung und weniger Food Waste. Wir folgen jetzt seit längerem schon Indoor Farming, hatten wir auch schon mal mit einem Startup hier ein spannendes Gespräch. Wie seht ihr da, ihr erwähnt es ja auch in eurem Bericht, die Entwicklung, kommen wir langsam so auf dem, sag ich mal, auf ein Level, wo man das in größeren Stil betreiben kann? Ja, also Indoor Farming ist natürlich nur eine neue Technologie, die entstehen oder die in die auch investiert werden, welche unterschiedliche Probleme angehen. Eben Indoor Farming und die Präzisionslandwirtschaft beispielsweise ermöglichen beide einen höheren Ertrag bei geringerem Ressourceneinsatz. Bei der vertikalen Landwirtschaft oder eben beim Indoor Farming geht es darum, dass man die eine Fläche eben mehrfach nutzt, indem man das übereinander gestapelt anbauen kann. Auf der einen Seite wird dem eine sehr rosige Zukunft prophezeit, also dass die Umsätze extrem steigen. Auf der anderen Seite haben jetzt aber auch viele Unternehmen Insolvenz angemeldet oder mussten sogar ganz die Türen schließen. Also ich bin wirklich gespannt, wie das da weitergehen wird. Ja, der Investitionsaufwand ist nicht zu unterschätzen bei diesem Vertical Farming. Ja, natürlich auch der Energieverbrauch. Der Energieverbrauch, der natürlich auch hoch, genau. Genau, richtig. Jetzt habt ihr noch ein anderes spannendes Thema, Biofortifikation. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Ja, genau. Biofortifikation meint eigentlich, dass man entweder mittels konventioneller Züchtung oder auch mit dem Einsatz von Technologien wie CRISPR oder grüner Gentechnologie den Nährstoffgehalt und die Widerstandsfähigkeit von Nutzpflanzen erhöhen kann, was dann wieder zu gesünderen Nahrungsmitteln oder auch einfach zu höheren Erträgen und weniger Ernteausfällen führt, weil die Pflanzen eben widerstandsfähiger sind gegen Schädlingsbefall, gegen Fluten oder auch gegen Dürren. Genau, und das hängt natürlich, ist eine umstrittene Sache natürlich, wo viele da auch Vorbehalte haben. Und da sind wir eigentlich schon fast beim dritten Bereich, weil da geht es auch ein bisschen um das Thema Regulierung. Die Kategorie Politik und Ökonomie, die ihr ja analysiert, und politische Rahmenbedingungen, demografische Entwicklungen. Wie können denn politische Rahmenbedingungen das Ernährungssystem beeinflussen? So positiv. Genau, also die Politik legt die Rahmenbedingungen, also schlussendlich die Spielregeln für das gesamte Ernährungssystem fest. Sie entscheidet, was erlaubt ist, was nicht, setzt Anreize und kann dadurch eine Wende zur Nachhaltigkeit auch wesentlich beschleunigen. Also politische Eingriffe wirken sich auf die Art und Weise aus, wie wir Lebensmittel produzieren, vertreiben und konsumieren. Der Markt, wie wir ihn heute haben, wird bereits über Richtlinien, Subventionen und Steuern relativ stark von der Politik kontrolliert. Und diese gesetzlichen Maßnahmen können natürlich die nachhaltige Landwirtschaft fördern, Food Waste eindämmen, zur Prävention von Krankheiten beitragen oder die Ernährungssicherheit bekämpfen. Aber durch Restriktionen oder falsch gesetzte Anreize kann die Politik Innovationen eben auch bremsen oder im schlimmsten Fall sogar ganz verhindern. Genau, das Thema Subvention ist ja auch ein heißes Eisen hier in der Schweiz, ein politisches Thema. Wie stark muss man eigentlich die Landwirtschaft schützen? Aber das wäre mal ein Thema für einen separaten Podcast. Ihr beschreibt ganz gut dieses True Cost of Food Modell. Ich glaube, wo man schon Ansätze hätte, wie man die Warenkosten mal kalkulieren könnte. Vielleicht kannst du uns das auch noch kurz erläutern. Genau, also alle Ökonominnen unter den Zuhörern sind mit dem Prinzip von Externalitäten vermutlich bestens vertraut. Das sind die Kosten und Nutzen, die sich nicht auf die Verursacher, sondern auf unbeteiligte Personen auswirken. Also diese externen Effekte, die entstehen beim Konsum oder der Produktion eines Gutes und sind nicht im Marktpreis enthalten.
Und eben auch die Herstellung und der Konsum von Lebensmitteln erzeugen solche externen Kosten, die nicht bei der Preiskalkulation berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise Umweltzerstörung, Tierleid, Verlust der Biodiversität, Schäden für die Gesundheit, die wir dann alle gemeinsam wieder tragen müssen, oder auch soziale Ungerechtigkeit. Für die Folgen unserer Ernährungsweise bezahlen wir heute nicht direkt, sondern eben als Gemeinschaft. Und ein ganz großes Problem ist, dass die Hauptverursacher, also die reichsten 10% der Konsumenten, wo wir hier in der Schweiz definitiv auch dazu gehören, eben am wenigsten von den Folgen, beispielsweise vom Klimawandel, betroffen sind und darum auch kaum Anreiz haben, etwas an ihrem Verhalten zu ändern. Der True Cost of Food Ansatz würde dann eben die realen Kosten der Lebensmittelproduktion berücksichtigen und so eine faire und realistischere Preisstruktur schaffen. Und dieser True Price, den man dann bezahlen müsste, ist dann eben der Marktpreis, wie wir ihn heute im Supermarkt kennen, plus die Umweltkosten, plus die sozialen Kosten. Und wenn wir jetzt diese Preise flächendeckend auf diese Weise kalkulieren würde, würde dann eben lokales Biogemüse günstiger werden, aber Fleisch aus der Massentierhaltung wesentlich teurer, denn es reflektiert nun eben die Warenkosten hinter diesem Produkt. Und ich glaube, so würde sich dann eben auch das Konsumverhalten verschieben, weil der Preis eben ein wichtiger Faktor ist für Konsumentscheidungen, da eben umweltschädliche oder ungesunde Produkte nicht mehr so billig zu haben sind und ökologische und gesunde Produkte dafür günstiger werden. Der Faktor wäre wahrscheinlich sehr hoch. Ein deutscher Discounter hat letztens ja mal in einer kleinen Aktion einige Produkte mit diesem True Cost of Food eigentlich angeboten und es hat einen ziemlichen Wirbel, Medienwirbel zumindest erzeugt. Ich kenne die Details nicht, wie es wirklich berechnet wurde, aber es geht ja hier nicht nur um 20% Aufschläge, sondern wirklich das 2- bis 3-fache. Genau, so vor allem im Bereich der tierischen Produkte. Da kostet natürlich halt die Bratwurst dann plötzlich das Dreifache. Mhm. Wie realistisch ist sowas wirklich umzusetzen, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. Wenn wir dann eine Revolution auf der Straße oder so, weil das sind ja wirklich, es geht nicht nur um 10 oder 20% Unterschiede. Ja, also einerseits ist natürlich die Berechnung dieser Preise extrem komplex, dass extrem schwierig ist, auch einzuschätzen, ja, was sind denn jetzt wirklich die Folgen dahinter? Wie viel, welchen Preis geben wir jetzt eigentlich dem Verlust der Biodiversität? Und welchen Prozentsatz darauf rechnen wir jetzt auf diese einzelne Wurst auf? Dann kommt noch dazu, dass auch die Produzentinnen und Produzenten sehr stark vernetzt sind und dass wir jetzt auch im letzten Jahr schon mit hoher Inflation, mit Preissteigerungen zu kämpfen hatten, was dann eben halt gerade die ärmeren Bevölkerungsschichten schon sehr hart getroffen hat. Und wenn man dann nochmal die Preise erhöht, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Wobei man aber auch sagen muss, dass andere Produkte wie Fleisch dann tendenziell günstiger werden. Und Fleisch ist nun mal halt kein Menschenrecht. Und wir müssen auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Man müsste dann halt natürlich auch umdenken und seine Ernährung umstellen. Ja. Über die Macht der Konsumenten kommen wir bei der Abschlussfrage noch. Lass uns noch zum Thema Novel Foods übergehen. Mhm. Auch sehr spannender Bereich, den ihr hier analysiert. Was ist Novel Food eigentlich genau und welche Chancen seht ihr, beziehungsweise wo sind derzeit, und da sind wir wieder beim Thema Staat und Regulierung, die Hindernisse? Novel Foods sind Lebensmittel, die bis zu einem bestimmten Punkt in einem Land nicht konsumiert wurden. Und deswegen brauchen sie eine staatliche Zulassung, die sie als unbedenklich für den Verzehr klassifiziert. Es gibt zwei Arten. Es gibt die neuartigen traditionellen Lebensmittel. Die sind jetzt vielleicht für uns Schweizer und für die EU neu, werden aber anderswo schon lange gegessen. Das gibt dann auch ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren, da die Lebensmittelsicherheit durch den langjährigen Konsum in Ursprungsland bereits nachgewiesen werden kann. Also beispielsweise, das sind aber nicht nur die Insekten jetzt, oder? Nein, das sind beispielsweise auch Chiasamen, die plötzlich hier waren, für uns neu, aber andernorts werden die schon seit Jahrtausenden gegessen. Und dann gibt es eben die neuartigen Lebensmittel. Das sind neu entwickelte, innovative Lebensmittel oder auch bereits bekannte Lebensmittel, die wir nun aber mit einer neuen Technologie oder neuen Produktionsverfahren herstellen. Also beispielsweise Rindfleisch, das aber nicht aus einer Kuh kommt, sondern eben das im Labor kultiviert wird.
Und diese Novel Foods müssen dann natürlich ein aufwendigeres Bewilligungsverfahren durchlaufen, weil keine Langzeitstudien existieren. Und eben Lebensmittelsicherheit ist im Bereich Novel Food ein extrem großes Thema. Es ist aber auch eine Chance, natürlich eine vereinfachte Zulassung zu ermöglichen, da das die Innovationen in der Lebensmittelindustrie enorm fördern kann. Und schnellere und straffere Zulassungsverfahren werden dann ein Anreiz, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Und Novel Foods tragen häufig zu mehr Nachhaltigkeit im Ernährungssystem bei, denn viele von ihnen basieren eben auf pflanzlichen Protein oder eben auf alternativen Proteinquellen wie Insekten oder Algen, die sich umweltschonender gewinnen lassen, was dann wiederum eine große Chance für die Nachhaltigkeit im Ernährungssystem ist. Siehst du hier schon Bewegung auf Regulierungsseite, dass man jetzt so vereinfachte und schnellere Genehmigungsverfahren anbietet, oder gibt es da doch keine Bewegung? Oder ist das jetzt eher so als ein Aufruf quasi? In der Schweiz weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der Stand aktuell ist. Aber jetzt in den letzten 1-2 Jahren hat sich gerade im Bereich der zellulären Landwirtschaft, also im Bereich Laborfleisch, extrem viel getan. Also in Singapur ist es mittlerweile schon zugelassen. Die USA hat jetzt auch nachgezogen. Und auch in anderen Ländern wurden diese Gesuche eingereicht, darunter auch in der Schweiz. Aber wie lange das dann noch dauert, bis das wirklich eine Zulassung erhält, das kann ich wirklich nicht abschätzen. Eure Studie hebt ja auch die Macht der Konsumenten hervor, auch Veränderungen im Ernährungssystem herbeizuführen. Und ist vielleicht jetzt ein ganz guter Abschluss, wo wir noch die einzelnen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, versuchen zusammenzuführen. Also welche Rolle können Konsumenten wirklich dabei spielen, jetzt die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten zu erhöhen und somit vor allen Dingen dann auch Unternehmen, Produzenten, aber auch den Handel und vielleicht teilweise auch die Politik zur Veränderung zu bewegen? Ja, also als Kollektiv, wenn wir alle zusammennehmen, dann haben die KonsumentInnen natürlich die größte Macht im Ernährungssystem, weil wir einfach die größte Gruppe sind. Und eben, wie anfangs besprochen, wir beginnen auch diese wahrzunehmen. Allerdings ist diese Macht auf viel zu viele Schultern verteilt und kann dadurch nur schwer gebündelt werden. Konsumenten sind untereinander nicht systematisch vernetzt, wie jetzt eben andere Player in diesem System. Und die individuellen Konsumentscheidungen, von denen wir jede und jeder täglich 200 davon treffen, haben keine weitreichenden Effekte. Und eben das Konsumverhalten auf Gesellschaftsebene zu verändern, ist aufgrund dieser Zahl und auch der Diversität der Akteure extrem schwierig. Und außerdem fehlt es eben vielen Konsumentinnen ohnehin an der notwendigen Sustainable Food Literacy, also an diesem Wissen, welche Auswirkungen ihre Konsumentscheidungen überhaupt haben. Und wir haben dann in der Konsumentenbefragung auch mal geschaut, ja, was sind denn jetzt eigentlich diese Faktoren, die euch helfen würden, euch gesünder und nachhaltiger zu ernähren? Und es hat gezeigt, dass die größten Hürden für eine nachhaltige und gesunde Ernährung in der Schweiz Systemhürden sind. Also die Preise sind zu hoch, es ist nicht richtig gekennzeichnet und die Verfügbarkeit und auch die Auswahl sind zu gering. Das sind alles Faktoren, welche die Konsumenten nicht selbst direkt beeinflussen können. Also sie sind zwar eine extrem mächtige Gruppe, aber sie sind von Veränderungen in Produktion, Handel und Politik abhängig. Und ja, Händler machen gerne auf die Eigenverantwortung aufmerksam. Jeder und jeder soll selber entscheiden. Wir bieten das ja nur an. Schön und gut. Schlussendlich muss jeder seinen eigenen Teil beitragen. Aber ich finde, die ganze Verantwortung auf die Kunden abzuschieben, ist zu kurz gedacht. Denn wie es zeigt, die größten Hürden sind im System. Und in diesem Zusammenhang hilft eben nur ein Systemwandel, um den Transformationsprozess zu beschleunigen. Genau, das ist natürlich dann auch immer ein bisschen eine Ausrede, nur den Konsumenten in die Pflicht zu nehmen. Ich glaube, die Wissenslücken haben wir mit dem Podcast auf jeden Fall geschlossen. Wer schön aufmerksam zugehört hat, vielleicht nur deine abschließende Botschaft an die Zuhörer, die ja die Konsumenten sind. Die Systemhürden sind da, ja, aber was sind so die wichtigsten Hebel, die wir Konsumenten haben? Ja, also das Ernährungssystem ist unglaublich komplex und ich bin selber auch regelmäßig überfordert, welches denn jetzt nun die beste Option ist, um mich möglichst nachhaltig und gesund zu ernähren. Ich glaube, einfach umsetzbare Tipps wären zum Beispiel weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Proteine, mehr Gemüse und Früchte,
wenig industriell verarbeitete Lebensmittel. Aber schlussendlich ist auch wichtig, sich ab und zu mal etwas zu gönnen, denn Ernährung ist ja eben auch ein wichtiger Faktor im mentalen Wohlbefinden. Und ich glaube, wir wissen, nobody's perfect, also niemand ist perfekt. Und darum ist es auch so viel wichtiger, dass wir ganz, ganz, ganz viele Menschen haben, die nicht ganz perfekt versuchen, sich nachhaltig zu ernähren, statt dass wir nur ein paar ganz wenige Menschen haben, die alles perfekt machen. Wunderbar, Christine. Vielen herzlichen Dank für das, wie immer, tolle Gespräch. Details zu dir, deiner Studie und dem GTI finden unsere Hörer dann wie immer in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir beruflich und privat alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch in 2 Jahren. Genau, bin schon gespannt. Wunderbar. Danke fürs Reinhören und dein Interesse. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch eine 5-Sterne-Bewertung da und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn du mir eine persönliche Nachricht hinterlassen willst, mach das am besten über mein Profil auf LinkedIn. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.